Das neue Rhein-Main-Kongress-Center. Noch sieht es nach einer riesigen Baustelle aus. Doch am Samstag wird hier der Ball des Sports stattfinden. In gerade einmal 3,5 Jahren wurde das Kongress-Center fertiggestellt. Und man ist im Budget geblieben. Eher eine Seltenheit in deutschen Landen. Ja, wir Wiesbadener sind da vielleicht ein gutes Vorbild. Wir haben eine richtig tolle Mannschaft rund um zum einen den Architekten, der das Gebäude entworfen hat, aber auch die Baubetriebsleitung hat einfach ein unglaublich hohes Maß an Aufmerksamkeit der Koordination der einzelnen Arbeitsschritte gelegt. Und das sorgt dann dafür, dass tatsächlich auf dieser Baustelle, in der ja in den letzten Wochen bis zu 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig gearbeitet haben, tatsächlich Hand in Hand gearbeitet haben. Und dann kann man sowas schaffen. Wir Wiesbadener, wir können das. Für die Hasler Made GmbH, die seit Jahren für die Gesamtproduktion und Realisation des Balls zuständig ist, war es in diesem Jahr besonders spannend. Die besondere Herausforderung ist einfach, dass die Halle noch gar nicht in Betrieb ist. Und das heißt, wir machen Pre-Opening, 3 Monate oder 2 Monate vor dem eigentlichen Opening. Und die Herausforderung war, im Laufe einer Baustelle oder eines Entstehungsprozesses da unsere Ballveranstaltung einzupassen, ohne den eigentlichen Ablauf zu stören. Das war sehr aufregend, sehr kurzweilig, weil eben immer wieder neue Herausforderungen auf uns zugekommen sind und wir nie wussten, mit welchem Status können wir eigentlich rechnen. Aber wir haben es geschafft und wie es aussieht, werden wir jetzt in 2 Tagen die beste Veranstaltung der Welt hinbekommen. Das ist sicherlich auch im Sinne des Star-Choreografen Marvin A. Smith, den wir mitten in den Proben zur diesjährigen Show treffen. Wie gefällt ihm die neue Location? I really do like the new location. Ich mag diese neuen Hallen. Es ist anders als vorher, was ich natürlich etwas vermisse, weil wir 4 Jahre dort waren und alles kannten. Aber hier ist jetzt alles neu und ich denke, es wird fantastisch. Die etwa 1500 Gäste aus Sport, Wirtschaft und Politik dürfen sich auf einen besonderen Abend freuen. Mit Blick auf die Europameisterschaften der Leichtathleten in Berlin wurde im Ballsaal das Olympiastadion nachempfunden. Unverkennbar die blauen Bahnen. Neben dem typischen Hop-Step-Jump der Dreispringer wird der Fokus beim größten Charity-Event der Deutschen Sporthilfe in diesem Jahr auf den 50.000 Sportlern liegen, die inzwischen unterstützt werden. Stellvertretend werden 100 Medaillengewinner von Olympischen und Paralympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften am Samstag in den Ballsaal einlaufen. Bis dahin werden die 350 Scheinwerfer sicherlich perfekt ausgerichtet sein. Sehr zufrieden zeigt sich der Geschäftsführer des Rhein-Main-Kongress-Centers, Martin Michel. Ich freue mich drauf, dass wir tatsächlich einen tollen Ball des Sports, den 48. Ball des Sports hier im neuen Rhein-Main-Kongress-Center erleben können. Das ist die erste Veranstaltung, das Pre-Opening-Event sozusagen für unser Haus. Das macht mich stolz. Die ganze Republik, wir haben es vorhin gehört im Rahmen der Pressekonferenz, national und international, schaut auf Wiesbaden, schaut auf das Rhein-Main-Kongress-Center und da schlägt natürlich das Herz in meiner Brust. Ich bin auch für das Stadtmarketing zuständig. Insofern einen besseren Auftakt können wir gar nicht haben.